SC Bern, Lugano und Kloten erhalten die letzten Pre-Playoff-Plätze. Die Duelle in den Vor-Playoffs sind Freiburg-Lugano und SCB Kloten. Die Saison endet vorzeitig für das Team von Trainer Joff. Der Lausanner Klepper war Kloten. Die Karriere von Trainer Jeff Tomlinson geht auch in die Verlängerung. Der Kanadier, der von der Gesundheit betroffen ist, tritt danach zurück. Jahreszeit. Das letzte Ticket für die in Extremis Lugano gesicherten Vor-Playoffs. Der Ticino. Nach dem Derby-Sieg gegen Ambri sichtbar lebhaft waren, der letzten Phase drohte Fall plötzlich das Endergebnis. Gehen Sie zuerst zu dem gebundenen Genf. Freiburg, der zuvor seinen Platz in den Top 10 gesichert hatte, erfüllte die Pflicht zu Hause gegen die SCL Tigers. Der Leiter Christian Dubé kann auch das Duell vor dem Playoff mit Lugano mit der Gewissheit angehen, dass die Machtspiele seines Teams keine Treffer erzielten. Weniger als 5 der 6 Tore gegen den Emmentaler. Die Pre-Playoffs fahren auch für SC Bern fort. Das Mutzen, der in einer Niederlage auf den 11. Platz hätte fallen können, stand nie gegen die ZSC Lions. Chris Di Domenico, der zuletzt wegen eines Spielschlosses fehlte, für den Heimsieg mit 2 Toren. Aufgrund des Spielverlustverlust löste seine Farben in der 48. Minute ein. Rapperswil Jona zeigte bei seinem letzten Auftritt in der Qualifikation eine Show. Der Ticino verabschiedete sich vom Urlaub.